Das ist Haus Böttchergässchen, einer von 7 Standorten des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig. Für den Fall, dass ihr es einmal nicht besuchen könnt, haben wir uns etwas ausgedacht. Museum für daheim. Heute aus dem Kindermuseum Folge 1, Tangram. Hallo und willkommen im Kindermuseum. Das Motto lautet hier: Kinder machen Messe, eine Reise in die Vergangenheit. Hier gibt es viele unterschiedliche Bereiche, in denen man alles Mögliche ausprobieren und spielen kann. Zum Beispiel Tangram. Tangram ist ein uraltes chinesisches Geduldsspiel oder besser gesagt ein kreatives Legespiel. Es ist vermutlich zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christus entstanden. Der Legende nach beauftragte ein Mönch seinen Schüler zu reisen, um die vielfältige Schönheit der Welt auf nur einer Keramiktafel zu malen. Doch leider zerbrach dem Schüler die Tafel in 7 unterschiedliche Teile und er konnte sie nicht mehr zu einem Viereck zusammenlegen. Er versuchte es tagelang, unendlich viele Muster und Bilder entstanden. Am Ende verstand der Schüler, er muss nicht in die Welt hinausreisen. Er kann die Vielfalt der Welt ganz einfach in den 7 Teilen der zerbrochenen Tafel wiederfinden. Hier habt ihr auch gerade schon gehört, woraus das Spielmaterial von Tangram besteht. Eigentlich nur aus einem Quadrat, das in 7 unterschiedliche geometrische Formen zerschnitten wurde. 2 große Dreiecke, ein mittleres Dreieck, ein Parallelogramm, 2 kleine Dreiecke und ein Quadrat. Das Ziel ist es, so viele unterschiedliche Figuren zu legen wie möglich. Die einzigen Regeln sind, es müssen immer alle Teile verwendet werden und die Teile dürfen nicht übereinander gelegt werden. Man kann selbst kreativ Figuren finden oder man legt sie nach einer Vorlage. Das ist gar nicht mal so einfach. Oder erkennt ihr, welche geometrischen Formen sich in diesem Elefanten verbergen? Da seht ihr ihn. Hättet ihr es gedacht? Auf dem Lösungsblatt erkennt ihr außerdem viele andere Figuren, die man aus den immer selben 7 Teilen legen kann. Ein Tangram zum Ausschneiden und historische Vorlagen sowie deren Auflösung findet ihr zum Herunterladen auf der Webseite vom Stadtgeschichtlichen Museum. Und was hat dieses Spiel eigentlich mit Leipzig und dem Kindermuseum zu tun? Im 19. Jahrhundert wurden in China die ersten Vorlagebücher für dieses Spiel gedruckt, die sich dann noch in der ganzen Welt verbreiteten. Besonders Messen waren Orte, an denen auch neueste Spielwaren gehandelt wurden. Und so hatte Leipzig als Messestadt diese Bücher auch früh im Angebot und sie erfreuten sich hier großer Beliebtheit. Na dann, viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.